Und im Moment läuft noch das Abendessen in der Elbphilharmonie, das sogenannte Social Dinner. Bei mir Professor Stefan Fröhlich, der mich auch schon durch diesen ganzen Tag begleitet hat, von den Krawallen, die wir eingangs der Sendung gesehen haben. Jetzt mal ganz abgesehen, wie bewerten Sie diesen ersten Tag? Insbesondere, wir kommen gleich noch zu Trump und Putin, aber ganz generell, war das ein Erfolg? War das ein Anfang? War das ein Abtasten? Was war das heute? Also nicht viel mehr, als wir erwarten durften. So muss man es vielleicht formulieren. Es war nicht zu erwarten, dass Herr Trump sich gleich am ersten Tag in irgendeiner Form würde einbinden lassen. Dass die strittigen Themen Handel und Klima bis zum letzten Moment umstritten sein und umkämpft sein würden, damit war eigentlich zu rechnen. Was interessant ist, es war ja im Vorfeld oft die Rede davon, nehmen wir das erste große Thema Klima, dass man eventuell auch dann am Ende des Tages eben auf eine Lösung 20 minus 1, sprich 19 gegen 1, hinaus oder hinsteuern würde. Jetzt haben wir gerade von der Kanzlerin gehört, es muss irgendwo einen Kompromiss geben. Das hat sie zwar mehr auf die Handelsfragen bezogen. Wie das sich in der Klimafrage gestalten soll, ist auch etwas schwieriger vorstellbar. Denn eins ist klar, Trump hat klar und deutlich gesagt, aus dem Klimavertrag treten wir aus erstmal. Also wie hier ein Kompromiss ausschließen soll. Es gibt durchaus eine Möglichkeit. Man kann das Ganze auch anders bewerten. Aber das ist nicht absehbar. Das größte Potenzial liegt mit Sicherheit tatsächlich genau in der Frage, in der Handelsfrage, wo die Kanzlerin schon angesprochen hatte. Wir müssen sehen, dass wir auf einen Kompromiss hinwirken. Und das haben wir eigentlich schon beim G7-Treffen vor ein paar Wochen gehört. Da war im Grunde genommen der Wortlaut am Ende der gleiche. Und sehr wahrscheinlich wird sich auch die G20 Gruppe darauf verständigen, am Ende zu sagen, wir wollen den Freihandel, aber wir wollen vor allen Dingen, da wird die Betonung kommen, den fairen Handel. Und da muss man sehen, inwieweit eben auch die 19, die gegen den einen im Moment sich offensichtlich stellen, kompromissbereit sind, wenn es um Fragen geht, wie im Falle der Bundesrepublik, das berühmte Handelsbilanzdefizit oder der Handelsbilanzüberschuss, den wir haben gegenüber den Vereinigten Staaten, der den Amerikanern ein Dorn im Auge ist, und was wir dazu sozusagen beitragen können, um das Ganze wieder ein Stück weit mehr ins Lot zu bringen. Darum geht es am Ende des Tages. Und das gilt natürlich gleichermaßen gegenüber den Chinesen aus Sicht der Amerikaner. Wir werden gleich noch einen längeren Ausschnitt des Zwischenberichts der Kanzlerin sehen. Aber nichtsdestotrotz, sie hat gesagt, es wird noch ein langer Weg, insbesondere für die Chefunterhändler, für die Sherpas. Was sagt denn Ihr Gefühl? Wird man sich überhaupt auf ein, sagen wir mal, eine Abschlusserklärung einigen können, die einen Schritt nach vorne oder zumindest keinen nach hinten bedeutet? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Schritt nach vorne geben wird, gerade in der Frage des Handels. Ich kann mir nicht vorstellen, weil das das Thema ist. Ich würde mir sogar eher vorstellen können, dass dann beim Klima sich etwas bewegt. Denn da ist die Stimmung in den Vereinigten Staaten auch sehr viel kritischer, was das anbelangt, was den eigenen Präsidenten anbelangt. Da ist die Zustimmung für ein solches Klimaabkommen durchaus mehrheitlich vorhanden. Bei den Handelsfragen geht es genau um die Klientel, die Trump angesprochen hat während des Wahlkampfes und die er jetzt auch in irgendeiner Form bedienen muss. Und insofern wird es hier schwieriger, einen Kompromiss mit ihm tatsächlich zu finden. Der kann eigentlich über das, was ich eben schon sagte, über den Wortlaut, den wir bei G7 hatten, kaum hinausgehen. Sprich, Freihandel, natürlich sind wir dafür. Und Herr Trump wird sagen, wir sind für fairen Handel. Wir sind nicht gegen Freihandel, das wird er sagen. Wir sind für fairen Handel. Denn er meint nur, es spielen einige nicht nach den Regeln. Er meint ja, er spielt nach den Regeln. Die amerikanischen Märkte sind zu offen für die anderen, für die Chinesen, wie für die Deutschen und für viele andere auch. Und Amerika ist der Leidtragende. Das ist sein Credo und davon wird er nicht abweichen. Die Kanzlerin hatte natürlich als Gastgeberin auch das Recht, den ersten Zwischenbericht abzuliefern. Es waren zunächst die Arbeitssitzungen zur Terrorbekämpfung, dann ging es um den angesprochenen Freihandel und am Ende des Tages, bevor es in die Elbphilharmonie dann zum Konzert ging, ging es um den Klimaschutz. Wie gesagt, parallel zur Klimaschutzdebatte, zur Arbeitssitzung tagten auch Donald Trump und Wladimir Putin. Einen Teil der Klimaschutzsitzung haben sie noch mitgenommen, aber trotzdem, die Kanzlerin machte keinen Hehl daraus, dass es noch ein langer Weg sein wird, bis man zu einer gemeinsamen Erklärung kommt.